Autobahn, Autobahn, so. Ja, da fehlen uns noch ein paar Kröten. Deswegen warten wir erstmal noch. Alter, sogar bei der Polizia ist hier die Straße mit Dichte hier befahrbarer Dingens hier markiert. Ach, und da jetzt stehen die ersten Hochhäuser. Wolkenkratzer möchte ich jetzt nicht unbedingt nennen, aber es ist wohl ein Wolkenkratzer. Nö. Erste schöne Wolkenkratzer. Ist doch schön, schön, schön. Jetzt kriegt man auch wieder ein bisschen mehr Geld rein. Und das ist ja auch nicht so schlimm, wenn es mal ein bisschen mehr Geld ist, ne? So, haben wir auch das geupgradet. Schön, 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 schön. Und da wird nicht so viel passieren, wenn ich das upgrade. Weil der hat ja auch keinen Platz. Und hier machen wir noch was. Und die noch ein bisschen so. Aber doch, die fangen dann doch an mit upgraden. Hä? Shake. Ja, jetzt filmen wir ein paar Einnahmen wieder. Gerade drastisch gesunken. Ah, ihr seid am rumdefilieren. Ihr seid am rumdefilieren. Ah ja, ihr zwei seid die, die hier so ein bisschen reinreißen. Ach, hier ist noch einer am machen. Da ist einer am machen. Naja, geht doch. Dann haben wir jetzt eine kleine City, aber da dann gleich viele große Häuserchens und so. Da können wir noch mal gucken, ob wir mit irgendeiner Spezialisierung anfangen können. Ich meine, wir haben eine Uni. Dann könnten wir auch irgendwann anfangen zu recyceln. Aber dafür bräuchten wir vielleicht doch noch ein paar mehr Gebäude, damit sich das auch vernünftig lohnt. Denn, ja, 1400 Mülleimer haben wir jetzt schon. Ja, es soll halt Recycling-Dingenshof schon reichen. Was heißt schon reichen? Es rentiert sich das? Und ich sehe die Gebäude hinten, die sind kaputo. Zu viele Verbrecher. Was denn immer noch? Wir brauchen Abnehmer für unsere Lieferung. Abnehmen für eure Lieferung. Wollt ihr mir etwa dafür sagen, ihr möchtet gerne ein... Oh. Wieso Minus? Wieso rote Zahlen? Achso, jetzt haben die ja wieder und so. Und da noch eins und da noch eins und... Oh. Und hier ist noch eins leer. Hier ist leer. Da noch eins, da noch. Oh, da kriegen wir schon. Ah, guck mal, jetzt sind wir schon wieder am Plus. Also Meldung weg hier. Meldung weg hier. Das ist immer das Problem, wenn man jetzt so viel auf einmal zum Upgraden hat, dann kann er ihn das mal ganz geschwind, ganz weit reinreißen. Heikle Sache, sollte man immer ein bisschen aufpassen. Okay, schauen wir erstmal, was macht denn das Busdepot hier überhaupt? Durchschnittliche Wartezeit 22 Minuten. Was passiert, wenn ich hier unten drauf drücke? Dann sind es 30 Minuten, aber alles im grünen Bereich ist akzeptabel. Wunderbar. Strom müssten wir sowieso genug haben, weil wir kaufen es ja von außerhalb ein. Und hier entstehen jetzt schöne Fabriken. Geschäft läuft gut, keine Abnehmer. Gut, dann warten wir jetzt, bis wir mal 10.000 zusammen haben, dann kriegt ein Handelsdepot, okay? Ne? Ja, sagt, ja, ist fein, Handelsdepot, ja, ist fein. Dann können wir da unsere Waren hinschippern, ja, ist fein. Die wollen ein bisschen mehr Wohngebiet haben. Ach, ihr wollt auch noch upgraden. Dann kriegt ihr jetzt noch das Upgrade und dann kümmere ich mich aber erstmal um die Handelsdepot, ne? Ja, ne? Habt ihr verstanden, oder? Schön, da können wir dann irgendwann auch mal. Eieiei, jetzt kann ich hier. Oh, Mensch. Damn. Oh, wie sieht das denn aus? Ja, gibt es denn noch irgendwas, das wir vielleicht gebrauchen könnten? Schauen wir mal auf die Spezialisierung, weil ich denke, Tourismus. Nö, Tourismus geht. Da brauchen wir das, 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 da brauchen wir das, 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 das. Ja, was brauchen wir denn jetzt noch für Abteilungen? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt in den anderen Städten habe, aber ich denke, wir haben alles. Verkehrsabteilung haben wir, ist nicht das Problem. Bildungsabteilung haben wir, ist nicht das Problem. Sicherheitsabteilung haben wir auch. Nee, haben wir nicht. Wir haben noch keine Sicherheit. Und ich muss niesen. Noch nicht? Da will ich doch jetzt. Ja, Gesundheit, lieber Midnight. Ach, brr. Ja, auf jeden Fall brauchen wir eine Sicherheitsabteilung. Und die soll er jetzt kriegen. Ha, die kann ich mir, glaube ich, gar nicht leisten. Also, glaube ich, sag doch, jetzt kriegt er auch mein Schild. So. Ja. Nehmen wir ein bisschen Platz für ein paar Demonstranten weg. 15.000 kostet, genau.
Ich denke, die Sicherheitsabteilung sollte dann das letzte sein. Versorgungsabteilung haben wir. Ja, wie gesagt, Versorgungsabteilung haben wir. Was gibt es denn noch für Abteilung? Habe ich irgendwas vergessen? Finanzabteilung haben wir, das weiß ich. Also, Bildungsabteilung haben wir. Finanzabteilung haben wir. Sicherheitsabteilung ist das nächste, was kommt. Tourismusabteilung haben wir. Verkehrsabteilung haben wir. Versorgungsabteilung haben wir. Und dann sorgen Sie dafür, dass die Region eine Stadt oder Stadt oder? Ah ja, okay. Aber für was der Heli soll der gut sein? Großer Auftritt, ja toll, aber bringt er denn irgendwas dafür, dass er 500 die Stunde kostet? Ich wage es zu bezweifeln. Ne, jetzt sparen wir erstmal auf die Sicherheitsabteilung. Und dann können wir vielleicht auch mal irgendwann die Polizei hier wegreisen und bauen dafür eine schöne große hin. Also die große, die ist immer so teuer, ne? Kostet im Endeffekt 95.000. Aber das sollte eine große, dann würde die komplette City eigentlich reichen, glaube ich. Denke ich mal. So, jetzt habe ich es geschafft, jetzt ist der Kaffee leer. Was sagen meine Schüler? Alle Schüler angemeldet, das ist schön. Also brauchen wir jetzt mehr Einwohner, wenn wir hier noch mehr erreichen wollen. Denn es reicht noch nicht für alle Gebäude hier. Das sehen wir schon. Sehen wir denn irgendwo den Einzugs... Halt, gehen wir mal hier rein. Und hier rein. Und dann sehen wir hier den Einzugsbereich. Die wollen upgraden, wollen. Das werden sie dann noch demnächst machen. Aber mit den Schülern, die bis jetzt besucht haben, reicht das gerade so. Also, die hier können upgraden, wenn sie wollen. Was? Wir haben zu wenig Kunden. Wir machen ordentlich Gewinn. Ja, dann haben wir doch alles hin. Dann ist doch alles in bester Ordnung. Ach nein, ihr habt schon geupgradet. Wollt ihr auf die nächste... Was? Ach, ihr braucht wieder Lieferanten. Ha, ich kann mir doch wieder mein Handelsdepot. Mensch, sagt mir doch was, dass ich ein Handelsdepot bauen wollte. Warum sagt ihr mir denn nichts? Wir müssen da ein bisschen aufpassen. Sonst wird das nichts mit dem Bruttosozialprodukt. Das bauen wir jetzt einfach eigentlich mal hierher. So, hierher. Aber wenn die da irgendwo upgraden wollen, ist es im Weg. Also bauen wir es hierher. So. Das geht jetzt sowieso rucki zucki. Pass auf, dann ist das Lager voll und dann habe ich gar nichts gekonnt. So. Nächstes Ziel. Die Sicherheitsabteilung. Transportschiene verfügbar, Wasser, Transportstraße, blim, 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 blim. Ja, ist doch in Ordnung. Wir können alles machen. Wasser, Schiene, bla und so. Alles da hier, alles da. Da ist die Schiene. Solange man nicht zweigleisig fährt, ist alles in bester Ordnung. Ja, und schon ist das Lager voll, siehst du das richtig? Ja, dann... Ich wollte die Sicherheitsabteilung bauen. Nee, muss jetzt noch warten. Jetzt machen wir erstmal das Lager hier voll. So. Ah, selbst jetzt kann ich die Sicherheitsabteilung noch bauen. Dann kriegen wir jetzt die Sicherheitsabteilung wieder. Bist du blöd, Alter? Was willst du mit der Sicherheitsabteilung an der Uni? Hier ist die Sicherheitsabteilung. Hier. Und hier. So. Bauen wir hinten dran, dann stört keinen. So. Alles klar. Oh, jetzt werden die schon größer. Tun die jetzt die Dichte upgraden? Eigentlich noch nicht, weil ihr seid noch mit. Ihr habt noch Straßen der mittleren Dichte. Ihr habt noch Straßen der mittleren Dichte, also könnt ihr noch gar keine hohe Dichte erreichen. Wir haben jetzt schon 7000 Einwohner, also es ging jetzt ganz schön schnell. Straßenupgrades. Ja, macht doch mal langsam. Ich komme doch sonst nicht mehr hinterher mit den ganzen Sicherheitsabfragen und den ganzen Rotz. Aber vielleicht habe ich dann umso schneller das Geld zusammen, um mir eine große Polizei bauen zu können. Ich meine, derzeit ist ja alles im grünen Bereich. Die Uni ist auch bald soweit. 821 Schüler. Wo kommen 821 Schüler her? Die kommen bestimmt von außen. Ja, wird mir jetzt gerade nicht angezeigt. Aber ich habe auf jeden Fall mehr Schüler, als ich Schüler in der Stadt habe. Also kommen sie auch von außerhalb. Das ist schon mal gut. Ich denke, das ist auch die einzige Uni derzeit in der Region. Also ist das schon ein bisschen logisch, dass die auch von außerhalb kommen. Ach ja, ich glaube, ich rede wieder ein bisschen schnell. Oh, guck, da werden sie schlauer. Das ist doch mal schön. Shoppingangebot der Stadt. Ja, dann geh nächst höhere Einkommensstufe und dann hast du auch Shoppingangebot. Hm? Was hältst du davon? Nicht viel? Ist nicht mein Problem. Da musst du eben ausziehen, wenn dir das nicht passt. Haben wir irgendwas zum Abreisen? Ein Gebäude, hier, das hier. Fehlende Kunden. Das ist immer wieder das Gebäude. Immer wieder. Dabei habe ich schon so viele Kunden hier, ihr Kunden. Räuber überqueren Grenze von Straußburg-Inseln. Alter, nee, jetzt kommen die noch von extern hier rein.
Was willst du? Es ist ärgerlich, dass wir keine Hochschulabsolventen hatten. Hatten. Jetzt habt ihr Uni-Absolventen. Was wollt ihr noch mehr? Mal gucken, wie null das jetzt aussieht hier. Nicht mehr so alt und erbrochen wie früher. Moderne Fabrik. Also bei den Namen für die Fabriken und so haben sie sich schon echt was einfallen lassen. Muss ich mal sagen. Ironie. Ja, jetzt wollen sie ja schon wieder Strom, Forschen, Zeug. Oh, guck mal, was ich jetzt hier an Einnahmen mache. Aber sobald ich jetzt eine große Polizei oder sowas hinbaue, dann ist das sowieso wieder hinfällig. Aber ich werde das Geld jetzt mal verwenden, um dann vielleicht doch noch ein bisschen zu upgraden. Oder wird das zu riskant, wenn ich jetzt hier noch mehr upgrade? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Guck doch mal, sogar hier die kleinen Gewerbegebiete haben noch nichts geupgradet. Was soll denn der Käse? Hohe Dichte. So. Hier machen wir auch mal. Hohe Dichte. Hier machen wir auch mal. Hohe Dichte. Und hier machen wir auch mal. Hohe Dichte. Und hier. Nicht verfügbar. Hier haben wir schon hohe Dichte. Und hier. Hohe Dichte. Und hier. Hohe Dichte. Und da auch noch. Hohe Dichte. Knatscht da mal richtig rein. Hohe Dichte. Und hohe Dichte. Und hohe Dichte. Und haben wir schon. Haben wir schon. Haben wir schon. Wusste ich auch schon, dass wir das schon haben. Und guck mal. Hier haben wir was vergessen. Hohe Dichte. Da baut eh keiner hin. Das mal abgesehen. Hohe Dichte. Hohe Dichte. Hohe Dichte. Hohe Dichte. Hohe Dichte. Dann wird es auch in Zukunft so sein, dass die zukünftigen Straßen, die ich bauen werde, alle gleich in hoher Dichte sein werden. Ja, komm, machen wir hier auch mal. Dann fließt der Verkehr ein bisschen besser vielleicht. Hier, hohe Dichte. So. Das kann ich ja nicht upgraden. Denn. Was will denn die Schule jetzt, Die Herstellungsbetriebe beschweren sich, dass sie keine ausgebildet. Ja, Mensch, jetzt macht er mal ruhig. Ich kann ja die Schüler jetzt nicht herzaubern. Hä? Kann ich nicht. Also, easy going. Dann kriegt ihr noch kein Straßenupgrade. So, das habt ihr jetzt davon. Wenn ihr euch beschwert, dass ihr nicht genügend ausgebildete Arbeiter habt, dann bekommt ihr kein Straßenupgrade. So einfach ist das. Aber ich kann mein Rathaus hier upgraden. Ah ne, Quatsch, ich kann mein kleines Villachen bauen. Aber das baue ich hier irgendwo zwischen rein. Ah, jetzt wird es hier größer. Ha, guck mal, vorher hat sich noch besperrt, kein Platz zum Upgraden, jetzt ist es trotzdem groß geworden. Klapperkopf. Oh, guck mal, ihr gefällt mir hier nicht, deswegen baue ich jetzt mein Bürgermeisterhaus hin. So. Wie sieht es jetzt eigentlich mit dem Grundstückswert aus? Da war doch von sich so knapp. Ne, guck, der Park ist hier, aber es geht drumrum der Grundstückswert. Was ein Blödsinn, ey. So, aber es freut die Leute. Das ist schön. Das ist in Ordnung. Das finde ich dann nie wieder. Oh, das sind leerstehende Gebäude. Na sowas. Was hast du für Probleme? Oh, fehlende Kunden. Aber das hat man ja noch nicht. Schön, schön, schön. Ah, hier das Lager ist nicht voll. Das ist schön. So ist es gut. Heißt, es kriegen eigentlich alle ihre Lieferungen los. Die Polizei. Gefängniszellen voll. Ja, ihr kriegt noch. Was kostet mich die Polizei eigentlich an Polizei an Unterhalt? Die große dann hier. Auch 1700. Wenn ich die jetzt mit Kredit baue, würde das gehen, aber dann würde die. Was ist mit dem Abwasser? Abwasser reicht nicht mehr aus. Aber eigentlich doch schon. Gerade so. Vielleicht falle ich aus, also beschwer dich nicht. Ja, die Polizei könnte ich eigentlich ersetzen, oder? Tue ich die Polizei ersetzen? Ja, nein, vielleicht. Bitte nur eins ankreuzen. Ja, ich meine, wir machen jetzt eigentlich gerade ganz gut Umsatz. Hier wird noch ausgebaut, da kommt dann nochmal mehr dazu. Wir bauen die Polizei. Wir bauen sie. Ah, hier, der Kredit ist schon wieder fertig. So, annehmen. Dann bauen wir jetzt geschwind die Polizei, reißen die alte dafür aber ab. Ja, mach mal. Dann bauen wir die schöne neue große Polizei. Oh, jetzt habe ich sie alle freigelassen. Und jetzt los, komm, alle einfangen wieder. Alle wieder einfangen.
Jetzt haben wir auch gleich mehr Platz in den Gefängniszellen. Und zwar 50 anstatt 10. Dann sind es auch gleich 4 Streifenwagen anstatt nur 2. Also sollte eigentlich hinkommen, ne? Jetzt wird die Stadt sicher. Passt da mal auf. Und beim Krankenhaus werde ich das dann demnächst genauso machen. Und dann kann ich dann nämlich auch den Wellnesswagen losschicken und dann beschweren sie sich nicht mehr so über die Keime. Ah, guck mal, hier will sogar ein Verbrecher mit dem Bus fahren. Oh, hier ist Stau. Oh, hier ist Stau. Oh, hier ist Megastau. Oh. Wo wollt ihr denn alle hin? Ui. Da bringt doch die Polizei dann auch gar nicht so die Leistung, wenn das so viel Stau ist. Wir haben es jetzt abends um 10. Ja. Oh, hier oben ist auch ganz schön. Oh. Die Bullen sind so dumm. Jetzt trennen sie sich wieder. Aber sobald irgendwo Verbrechen gemeldet wird, fahren sie alle mit einmal hin. Jetzt wird einer nach dem anderen. Das ist noch nicht schlecht, ne? Sehr schön, was machen eigentlich so unsere Einwohnerzahlen? Wie sieht es denn da überhaupt aus? Oh, guck mal, drastisch gestiegen, das ist doch schön. Details. Oh, wir haben sogar ein paar Arbeitslose. Das ist natürlich wirklich schön. Was an die Touristen eigentlich? 69 Touristen. Das ist doch mal was.